Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme / Ausgabe von Witcher 3 Let's Game. So, also, wir sind irgendwo hier in so einem Turm, denke ich, war das, ja. Fuck, was los. Und dann gehen wir einmal los und besorgen uns. Ja, bessere Gegenmaßnahmen. So, wir müssen, da war doch irgendwie so ein Zauberer und mit dem wir mussten irgendwie befreien, aber dafür brauchten wir irgendeinen Shit und keine Ahnung, lass mal einfach hier irgendwie weiter schwimmen. Und gucken, was es denn hier so alles Interessantes gibt. So, hier sind irgendwelche Feinde. Die bangen wir jetzt ganz easy. I'm going in just one zone, ich fick dich, zack. Warte, sind das normale Monster? Muss hier nicht ein normales Schwert haben, weil ich habe ja ein Silberschwert ausgepackt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so effektiv ist. Fuck, wir sollten hier ein bisschen Leben sparen. Ich finde das voll doof, dass der Witcher einfach so wenig Damage nur nehmen kann, bis er stirbt. Das finde ich echt blöd. So, alter Junge, was hast du mich angegriffen? Du dummer Hurensohn, ich ficke dich. Nimm das. So läuft das Game. Easy? Ja, natürlich. Was gibt's noch? Welche Hurensöhne? Nimm das, Gagulia. Oh, fuck. Okay, die hat mein Schild noch nicht kaputt gemacht. Nimm das. Was? Die hat mich vergiftet? Nee, die hat nichts gemacht. Die! Shit, die hat mein Schild kaputt gemacht. So, ich muss jetzt Schild aktivieren. Die drängt mich in die Ecke. Fuck, bin in die falsche Richtung gesprungen. Okay, ich muss wieder Schild aktivieren. Angriff! Zack, in your face. Okay, oh, fuck, Alter. Alter, giftet die weg. Die vergiftet ja übelst. Die hat mich ja fast gekillt gerade. Mit dem Gift. Junge. Alter, ich muss jetzt richtig aufpassen. Noch ein bisschen, dann bin ich weg. Hey, ich drücke doch die ganze Zeit auf... Ach, fuck, ich drücke immer die falsche Taste zum Heilen. Ich muss F drücken und nicht T. Oder so ein Shit, was ich ja immer gedrückt habe. Easy. Ah, solange ich Schild drauf habe, kann mir das Gift nichts anmachen. Also antun. So, easy. Fuck, ich habe wieder das falsche gegessen, getrunken, keine Ahnung. Was ist das? Oh shit, da ist ein Werwolf, oder? Angriff! Ich hau dich weg, Junge! Alter! Ich will auf Mords BMW, Junge! Ich kack dich kaputt! Alter! Digga, ich kann mich auch heilen wie du! Ich hab Zwiebeln! Du nicht! Ich hab auf F Zwiebeln. So easy. Nice, Diamantstaub. Hier ist eine Kuh. Eine verfickte Kuh. Na okay, wir lassen mal einmal hier ihr Unwesen treiben. So, hier gibt es noch irgendwo hier was zum Einsammeln. Nice. Da drüben gibt es noch was. So, und das war's, denke ich. Lass mal einfach das Ding da einsammeln. Was sie hier wollen. Aufnehmen. Angewandte Magie, verwesenes Fleisch. Oh, was? Okay, nee, das hier. Schlüssel zur Bibliothek. Zu irgendeiner Bibliothek, von der wir keine Ahnung haben. So, begib dich zur Bibliothek. Der Turm aus dem Nirgendwo. Okay. Ab nach unten. Ich denke, die Bibliothek, ja, die sollte links sein, wie das ja auch oben rechts auf der Map anzeigt. Hier sollte es sein. Aufschließen. Na, jetzt kommen wieder Feinde. Ach, Verständlichkeit ist auch in Gefahr. Guckt euch mal die Bibliothek an, die ist total im Arsch. Was ist eine Vollständigkeit? Die gibt's ja nicht. Für Probleme im Haushalt. Ja. Das ist es nicht. Wer ist ein Trank unter den Zauberern Kovirs? Ein Trank, der die Frauen endlich mal auf der Küche arbeiten lassen lässt. Keine Ahnung. Na. Aha. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schrecklicher Tod. Oh shit. Ja, der Typ. So, da gibt's noch eine Kiste. Stahlblech. Dimetrium-Erz. Leinkohle. Harz. Diamantstaub. Nice. Diamant. Denn sind immer gut. Was gibt's hier noch? Gar nichts? Kann das sein? Oh, doch, da gibt's noch was. Ah, ne, das sind die gleichen Bücher, die wir uns gerade schon angeschaut haben. So, hier gibt's noch eine Kiste. Hinter den großen Blablabla untersuchen. Ich muss weitersuchen. Okay. Was gibt's da drüben? Schnittpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Okay. Da gibt's aber noch was zum Einsammeln. Eine kleine Truhe. Veles Hohenstein Fluren. Okay. So, hier gab es aber... Da ist noch ein Buch.
Da suchen! Ja, Gottfried, so omniöffnendes Grimoire. Omniöffnendes Grimoire. Das ist es. Das ist es. Oh. Fuck, die wollen uns vergasen. Verdammte Turm will mich vergasen. Ja, Mann. Bestimmt ist der Typ da auch wegen diesem Gas gestorben, weil er auch irgendein Buch eingesammelt hat. Deswegen ist er gestorben. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Und wieder zum Zauberer. Gucken wir mal, was der will. Da ist er. Da ist er. Hast du den Folianten gefunden? Ja, zufälligerweise. Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Easy, ich hab gedacht, er braucht den Folianten dafür. Hä? War's nicht? Oh Scheiße, Freiheit! Oh Scheiße! Geschafft! Endlich! Sah einfach aus. Der schwierigste Teil kommt erst noch. Wir müssen ins Innerste des Turms vordringen und einen Deaktivierungszauber sprechen. Der Turm wird bestimmt alles tun, um uns aufzuhalten. Aha, okay, ja, dann mal los, Digga. Geh voraus. Geh voraus, geh sterben! In der Mitte gelangen. Und versuchen, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Das defensiv-regulatorische Magikon könnte reagieren. Pass auf! Oh nein, das Magikon! Das berühmte Magikon! Leute, kennt ihr das? Ja, ich kenne das nicht. Aber es ist anscheinend ein berühmtes Magikon. So, Meister Waffenreparatur, lassen wir unsere Sachen reparieren. Auch damit hier unsere Rüstung. Easy. So, dann können wir weitermachen. Wie heißt der? Sigobutz. Nee, Sigobutz, Junge. Yo, easy. Easy. Easy game, easy life. So, was gibt's hier? Gibt's hier was zum Einsammeln? Was gibt's hier? Aha. Was ist los? Wer greift an? Oh ja, natürlich. Hau den Golem raus. Hau den Golem raus. Hau den Golem raus. Oh, shit. Was haust du noch raus? Komm. Ah, Junge. Easy. Chill deine Nüsse. Chill deine Nippel. Nippel chillen. Golem. Chill. Yo. Blitz. Easy game. Nein, ist nicht. Ist kein easy game. Easy life. Leider nicht. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, natürlich. Hau mich kaputt. Komm. Hab ich Bock drauf. Chill jetzt deine Nüsse. Jetzt komm. 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 Der ist aber stark. Jetzt drauf auf ihn. Drauf. Ja, natürlich. Alter, was für Blitze hat der Typ? Ich bin mir fast sicher, dass nicht seine Blitze sind. Fuck, 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 fuck. Wir müssen unseren Schild aktivieren. Oh, easy, besiegt. Ich denke, der war das mit den Blitzen. Kann das sein? Was hat er so gedroppt? Monsterauge, Monsterclown, blablabla. Genius Essence. Wir sind Genius. So, können wir eigentlich zurück? Ich denke schon. Oh, easy. Okay. Ja, was gibt's denn noch? Was wir noch nicht eingesammelt haben. Der Pferdepfeifer. Oh, nicht Pferdeflüsterer, der Pferdepfeifer. Hä? Wo ist der Typ? Ah, da ist er doch. Oh, der ist schon weggegangen. Mhm. Oh, da ist noch was. Haben wir fast übersehen. La 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 la. Oh, was ist das denn? Dartsbuch, bla bla bla. Was haben wir für ein Schwert eingesammelt? Jo, was ist das denn hier? Maugrim. Silberschwert, schlechter als unseres. Aha. Bonuserfahrung bei Monstern. Aha, aha, aha. Aber kostet ein bisschen Cash. Kann man verkaufen. So, wo ist der Typ? Da ist er, Joch. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Das ist nur eine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern! Halt, was tust du da? Digga, Digga, chill deine Nüsse! Okay. Nicht auf diesem Weg, die Tür! Die Tür, wo ist die Tür? Oh ja. Yeah. Ja, da sind ja wohl ein Dorf. Solche wie dich kenne ich. Schön, dass du mich kennst. Ich glaub, das
Da sind Leute am Ufer. Zu ihnen. Die Frau steht auf. Das Kind davor. Und die Frau im Hintergrund am Putzen. Wie es sich gehört. Du bist am Leben? Und gesund und munter? Ich bin nur klatschnass. Zeigst du mir, wie man fliegt? Ein andermal vielleicht. Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen. Und der Sturm? Er war sofort weg. Habe ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Ja, da kann ich nur zustimmen, Digga. Alter, was denn nur der... Nee, der... Digga, der Magier. Der Magier. Der hat mir nur ein Schwert gegeben. Das können wir auch irgendwann mal später. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich wusste, dass die Arnskelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl. So, lebt wohl. Warte, Hexer. Mann, Bros. Hast du meinen Bruder dort drin gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit dem Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Er heißt Ho. Wie ne Ho. Wie ne... Ihr wisst schon. So. Digga, Bro. Ja. Ich habe eure Freunde gefunden. Die sind alle tot. Sollen wir die Wahrheit sagen? Oder ich habe sonst niemanden im Turm gefunden. Ich denke, wir sagen doch lieber die Wahrheit. Wir sind ein ehrlicher Hexer. Wir lügen nicht, wir betrügen nicht und machen unsere Arbeit ganz ehrlich und ja, die zocken nicht die Bitches ab. So, auf jeden Fall, weiter geht's. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte ruhen. Ach. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Leb wohl, Hexer. Danke nochmal für deine... Wir sehen uns, ja. Ja, armer Typen. So, auf jeden Fall. Was hast denn hier? Aha, boah, Level 27 brauchen wir. Yo, Hexenjäger-Rüstung, easy. Wir brauchen Level 27, richtig. So, wir machen die Hauptquest, ja. Wenn wir die Level 27er-Rüstung hier haben, dann machen wir ja auf jeden Fall die Hauptquest. Weil dann sind wir bestens... gerüstet, bewaffnet für die Aufgabe und so ein Shit, ja. Und da haben wir ein neues Schwert. Ich denke, ja, das ist die Klinge, die uns da gegeben hat. Mondklinge minus 7. Die Schwäche als unsere. Mhm. Kritische Trefferchance, Jadenzeichen. Mhm. Chance auf Einfrieren. Und das Ding hat, ja, und das ist definitiv besser. So, was haben wir hier? Bla, 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 blu, bli, blu. Aber wir haben hier noch ein bisschen Cash. Fluren. Uhren, Fluren, Uhren. Alles da. Boah, Alter, haben wir viel Shit dabei. Alter, Junge. Oh, da haben wir ein paar Mutagene. Ja, wir wollten Quests abchecken, beziehungsweise ich wollte das. Ich weiß nicht, was ihr wolltet. Ich wollte aber die Quests abchecken. Wir machen die Nebelinsel, die Hauptquest erst später. Zuallererst könnten wir fliegende Fäuste machen. Ja, vielleicht sollten wir das einfach machen. Oder die Schatzsuche. Katzenschuhenausrüstung, da ist die Verbesserung der Katzenschuhenausrüstung. Lass mal einfach diese Katzenschuhenausrüstung machen. Gucken, was die kann. Erkunde die Passage. Nee. So, wir machen jetzt erstmal. Wie machen wir Quest? Mit C oder mit V? Mit V. Ändert man. So. Was steht da? Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Katzenschule. Alles klar. Erkunde die Ruinen von Burg Drahim. Okay, machen wir. Was? So nah dran? Ah, nee, ich denke, der Reisepunkt ist so nah dran. Ja, das ist er. Verdammt. Ah! Ich nenne das nicht laufen, ich nenne das umbängen. So, auf jeden Fall, wir gehen jetzt Reisepunkt Weltkarte. Und gehen nach Novigrad. Hier, ach, hier oben waren wir gar nicht auf der da oben, ja. Manastete erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hessische Mann der Welt. Wissen wir schon. Sehr schön, sehr interessant, dass wir das immer erfahren. Natürlich, danke sehr. Auf jeden Fall. Ja, Avalach, fuck, ich hab's ja ganz nicht gewusst. Avalach, natürlich, Avalach. Shit.